nochmal markieren, aber Leute, Alter, wie schön. Die ganzen Gemälde und alle. Kennt sich jedes? Ich glaube, es kann sich wirklich jedes einzelne bewegen. Ja, manche brauchen halt, ja, das ist klar, was die Ladezeiten und alles drum und dran, auch mit der Blaze, das ist schon was Heftiges. Na, kann nicht jedes Gemälde, aber finde ich geil. Finde ich richtig. Alter. Das ist, da geht einfach nur Liebe raus. Du merkst so dermaßen, du merkst einfach so dermaßen, wie sehr die Entwickler dieses Spiel lieben. Leute, ohne Spaß. Du merkst es sowas von. Dieser kleine Kindheitstraum geht in Erfüllung, Leute. Da sei mal nicht böse. Oh. Wieder mal auf Abenteuertour? Geil. Wirklich, ohne Spaß. Einfach so ein kleiner Kindheitstraum. Wer wollte nicht schon immer in Hogwarts da ein bisschen so spazieren gehen? Oh. Alter, die scheiß Geister auch noch. Den Haber kennen wir. Tja, ist es eher so die kindliche Version, würde ich jetzt mal in dem Fall sagen. Aber hey, des Hurns Monster kennen wir. Des Hurns Monster kennen wir, aber... Alter. So geil. Digga. Let's go. Oh. Hi! Mir winkt keiner zu. Toll. Ihr scheißt auf mich, Alter. Fickt euch. Hier. Ich hab keine Freunde. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Muss ich? Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du deinen Professor Ronan schon? Nein, ich kenne aber eine gewisse Dokumentation. Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Oh, ey. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den da hast du definitiv recht. Wir würden ab jetzt schon fürs DLC zahlen. Das wäre alles schon DLC. Aufrufe, Zauber? Gut. Selbst der Zauberstab wird DLC. Wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Selbst das Haus müsstest du als Lootbox kaufen. Oh ja, oh ja. Digi, Alter. Der lädt aber jetzt schon schnell, Alter. Bist du das? Alter, wow. Alter, was ist das bitte für Unterricht? Okay. Das würde ich auch gerne so schnell lernen können. Wow. Also. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Verdächtig schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unheim mithalten. Ah, ja. Sehr gut, das genügt fürs Erste.
Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Na gut. Also, den Tee würde ich zwar trotzdem gern kosten, der was da hinten gestanden ist, aber ja, okay, ja, passt. Die anderen können währenddessen schon mal lernen gehen. Ich hab die Scheiße eh schon drauf. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können... aber auf alle Fälle. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Auf Season Pass angelehnt. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Tigi? Also, wenn Warum wir jetzt kein Bild gehabt hätten... Neuzugang an? Digga! Das wird sich jetzt definitiv falsch anhören. Tigi! Da hat jetzt nur noch eine Frau gefehlt, Bruder! Lassen Sie sie im letzten Moment wieder... Nun ist... Sehr gut. Ja, sehr gut. Warte, ob's geschafft. Im Grünen! War doch gut, oder? Nicht? War nicht gut? What? Genau so. Ah, du Hurken! Das war... Okay, Waffe Neues. Ja, und... Ausgezeichnete Kontrolle. Ah! Das passiert den Besten von uns. Du scheiß Missgeburt, Alter. Sehr gut. Punkte ja, für sehr Ravenclaw. Gut. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Digga. Miss Unai, möchten Sie unserem Neuzugang das eine Das war, glaube ich, ein Mitleidspunkt. Komm. Das war fix ein Mitleidspunkt für Ravenclaw. Wow, das war fix ein Mitleidspunkt. 100%. Das war fix der Mitleid, Bruder. Der hat sich da gehabt, der Bude, der reißt eh nix. Morgen mal. Bin gespannt. Kann ich den 31er starten? Ich fick die, Leute. Ich fix sie nach hier. Ich kann den anderen nervös machen. Du stellst dich ziemlich gut an. Okay, das war doch nicht so wie geplant. Überhaupt nicht. Scheiße. Vielleicht kann ich wirklich den 31er machen. Ich überleg's. Das beginnt schon wieder Arsch. Ich will das so machen, dass ich sie rauskick, die Depperte. Aber dafür tue ich immer viel zu lange. Da bin ich schon viel zu vorsichtig. Okay, das war viel zu schnell. Ja, BWG. Sehr gut. Ei. Da hätte ich viel mehr Schwung, Alter. Bam, Alter, der hätte ich rausgekicken müssen. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Krieg ich wenigstens eine zweite Runde? Oh, wow, Alter. Wow, Alter, der macht doch... In der Tat. Du mit sie gewinnen. Genug das ist Legende. Das erfordert da. Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Aha, ich merke sie. Bitte, sie soll Meier gehen. Wow, Alter, der Scheißdreck hilft dir ja auch noch. Wow, Alter. Der Scheiß hilft dir ja auch noch. Oder? Akio. Zieh den Scheißdreck. Genau so. Scheiß Missgeburt, der habe ich jetzt sogar noch geholfen, Alter. Die Tante. Nee, die macht schon wieder den 50er. Wow. Nee. Also viel zu früh. Mal wurscht. Blip. Sehr beeindruckend.
Okay. Wehe du. Wehe, du schaffst es. Nee. Nee. Fick deine Mutter, wenn du das jetzt machst. Gott sei Dank. Digga. Digga. Aha. Aber jetzt ganz schnell. Aber jetzt ganz schnell. Fix. Ich soll scheißen gehen, die Tante. Die soll scheißen gehen. Ich hab sie gefickt. Schön einmal wieder ohne Gummi. Digga. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Es steht wenigstens mal 1-1. Es steht wenigstens mal 1-1. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Aha. Es hat Wochen bei ihr gedauert, Digi. Ich hab gerade mal die erste Unterrichtsstunde. Ich hab die so bei ihr gemacht in dem Game. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also okay. Ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Cool. Cooler Fact, muss ich definitiv gestehen. Weißt du, was ich wieder nur so schade finde, ist, in dem ganzen Franchise hat man noch nie eine andere Schule gesehen. Noch nie. Würde ich feiern, wenn man sagt, erst Teil 2 würde vielleicht in einer anderen Schule stattfinden. Würde ich extrem feiern. Würde ich wirklich extrem feiern. Dass du mal wirklich auch mal eine andere Schule hast und die Entwickler, gerade weil sie es auch so sehr lieben, wahrscheinlich die Welt und alles drum und dran dahinter, oder wenn man halt so sagt, okay, passt vielleicht erst am 4. oder 5. Teil, was auch immer, oder vielleicht storytechnisch durch, dass man in eine andere Schule mal kurz vorbeischaut, ich würde es so feiern. Ich würde es so dermaßen feiern, wenn man nochmal wirklich sagt, herrscht Lion, wir bringen euch auch mal nach Amerika zu einer Schule oder nach Asien oder irgendwohin. Ich würde es so feiern. Ich würde es so feiern. Auch wenn es nur mal so ein kleiner Ausflug ist. Aber wir wissen jedenfalls, wahrscheinlich Slytherin, aber Azkaban. Wir können nach Azkaban. Bei irgendeinem Haus am Ende kommen wir nach Azkaban. Oh. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas das erkennen. Das ist erst in Season 20 der Fall. Sie plötzlich vor mir auf. Wenn die Server schon abgedreht werden. Die mitten in der Luft zu schweben schien. Damit, das ist so quasi noch die letzte Hoffnung des Games, damit man quasi noch das Spiel retten kann. Mit Season 20 könnt ihr nach Azkaban. Wenn ihr in Azkaban seid, kommt so ein Typ, dieser Scheißwächter, Bruder, du musst doch 20 Euro zahlen, wenn du reinkommen willst. Oh das shit. Vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Die Magie ist sicher schwächer. Besser. Wir müssen es dann gleich mit allen Kameraden verscheißen. Unglaublich, natürlich, unglaublich. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Oh. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen.
Sie wirken so dramatisch. Alter, saugeil. Alter, saugeiles Wissen gerade, oder? Wieso haben wir da noch nie irgendjemanden, Alter, in der Richtung gesehen gehabt? Wow, Alter, voll geil. Ich würde es urfeiern. Ich würde es urfeiern, Digi. Einfach mal weg mit dem Zauberstab und geht schon mit den Händen. Schau, scheiß Blitz, Alter, auf Ziff angelehnt. Bruder, wenn irgendeiner deppert reinschaut. Fick deine Mutter, Alter. So würde ich durchgehen. Digga! Und das doch als DLC verpackt. Schmeckt. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Wolgadu, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Geh wenigstens mal Bierchen wieder, Chefi. Auf Menschen anwenden. Ach, wie sie sich ja mal schleichen? Wow, das voll geil. Soll den Zauber auf die Kleidung. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Accio dies, Accio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Definitiv Smash. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Du halt die Barben. Sehr du interessierst weise, mich nicht. Aber etwas schräg. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Ah ja. Ich würde es aber geil finden, wenn man so quasi so ein Zeitsystem einführen würde mit, hörst du, Digi, du müsstest mal langsam um die Uhrzeit da mal im Unterricht vorbeischauen, sonst verpasst du ihn vielleicht. Sowas in der Richtung würde ich schon geil finden. Okay, gerade mal für die ersten paar.